Jo, halt zurück zu Alone in the Dark. Ist ein bisschen eigenartig. Wir werden immer hin und her gebeamt. Irgendwie spooky, spooky. Mal gucken. Geht das? Der passt auch hier. Bing. Okay, also im Endeffekt müssen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Ich hätte den Kesselraum gesehen. Sie sollten wissen, dass Mr. Chance nicht wiederkommen wird. Ich selbst habe dort drin auch nichts verloren. Aber Sie können ein Ventil aus dem Weinkeller nehmen und damit probieren, ob Sie den Dampfaustritt beenden können. Seien Sie vorsichtig. Mhm. Weinkeller. Na gut. Mhm. Ich brauche den Schlüssel. Okay. Nummer 6. Na gut. Nummer 6 ist wahrscheinlich das Ding, was wir gerade nicht aufgekriegt haben. Dr. Elmore Lee Gray ist der Oberarzt in Dorsetto. Aber die Buchhaltung und Verwaltung obliegen mir, Paul Waits. Magdalene Thompson oder Max ist für den Haushalt zuständig. Okay, verstehe. Jetzt nicht im Detail anschauen. Bist du eine Tür? Ja. Nee, scheinbar doch nicht. Oh, ein Tresor. Sieht stabil aus. Glaube nicht, dass ich das aufkriege. Ja, weiß ich, aber ich wollte eigentlich das Ding hier angucken. Patientengedönse. Wow, man kann sich alle anhören. Okay. Wollen wir? Cassandra Bogart, die berühmte Schriftstellerin. Aufregend, nicht wahr? Was sollen wir unter Grund für die Aufnahme eintragen? Das, was ihr Agent uns gesagt hat. Cassandra leidet unter einer Schreibblockade und sie muss ihr Drehbuch bis Ende Juni fertigstellen. Mr. Chardot legt nahe, dass Cassandra häufig auf Betäubungsmittel zurückgreift und somit Gefahr läuft, ihre Karriere zu ruinieren. Und wie sollen wir ihren Lebenslauf zusammenfassen? Halten wir diesen Teil kurz. Cassandra Bogart ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin, deren Talent sie aus ärmlichen Verhältnissen zu Star-Ruhm gebracht hat. Vor 5 Jahren hat sie versucht, sich umzubringen, indem sie von einem Balkon gesprungen ist. Dadurch wurde sie versehrt. Nun ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Und wie sieht es mit der ersten Diagnose aus? Durch die Folgen ihres Selbstmordversuchs leidet Cassandra unter chronischen Rückenschmerzen. Sie verabreicht sich selbst Morphium, um gehfähig zu sein. Doch inzwischen ist sie abhängig davon und die gewünschte Wirkung tritt nicht mehr ein. Der Drogenmissbrauch vernebelt ihre Sinne und sie kann sich nicht mehr auf die Realität konzentrieren. Da sie das nicht wahrhaben will, denkt sie sich Geschichten aus, die die Lücken in ihren Gedankengängen stopfen sollen. Das erinnert an das Korsakow-Syndrom. Bravo, Doktor. Wie wollen Sie sie behandeln? Zunächst einmal müssen wir sie von ihrer Drogensucht entwöhnen und hoffen, dass damit auch ihr zwanghaftes Lügen ein Ende hat. Danach sollten wir versuchen, ihre Rückenschmerzen durch eine Operation zu beheben. Schließlich müssen wir uns um ihre Selbstmordgedanken kümmern. Sehr interessant. Gray Saunders, 11 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ihre Mutter besteht darauf, dass Grace von einem anständigen Gentleman streng überwacht wird, um zu vermeiden, dass ihr Heranwachsen noch schlimmer pervertiert wird. Lebenslauf? Grace kommt aus einer Familie von mittlerem Wohlstand und Ansehen. Ihre Kindheit wirkt gewöhnlich. Die meiste Zeit hat sie mit Privatlehrern und Freunden der Familie verbracht. Grace' Vater ist kürzlich verstorben und nun ist ihre Mutter die einzige Bezugsperson. Und wie sieht es mit der Diagnose aus? Grace kommt mit dem Tod ihres Vaters nicht gut klar. Sie unterdrückt ihre Gefühle diesbezüglich mit Absicht und kann daher das Trauma nicht angemessen verarbeiten. Pläne für die Behandlung? Es fehlt Grace an nichts Besonderem. Sie braucht elterliche Führung. Ja, genau. Vielleicht können wir bei ihren Gefühlen für ihren Vater einsetzen.
Malcolm McCarthy, 54 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? McCarthy hat sich selbst in The Cello eingewiesen und einfach nur angegeben, dass er endlich mal seine verdammte Ruhe brauche. Lebenslauf? McCarthy behauptet, er habe als Anwalt in Baton Rouge gearbeitet, aber er könne wegen eines Rechtsstreits nicht ins Detail gehen. Sein Hintergrund bleibt daher weitgehend mysteriös. Nur ab und an lässt er in Gesprächen etwas durchsickern. Meinung zur Diagnose? McCarthy ist ein neurotischer Mann und ein Alkoholiker. Er erzählt des Öfteren Halbwahrheiten, weil er tief im Inneren nicht in der Lage ist, anderen zu trauen. Wie werden Sie das behandeln? Es wird Zeit brauchen, bis McCarthy sich uns öffnet. Es dürfte ihm gut tun, Zeit mit Jacks Hund oder mit dem Kind zu verbringen. Deren harmlose Art wird helfen, ein Gefühl für Vertrauen aufzubauen. Vielen Dank. Elisabetta Perosi, 33 Jahre alt? Was soll ich beim Grund für die Aufnahme notieren? Nun ja, Perosi ist in DeSeto eingebrochen und wir haben sie gefunden, als sie im großen Salon herumspaziert ist. Sie war verwirrt und litt unter teilweise Amnesie. Sie bestand darauf, dass sie hierher gehöre und bot an, für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Richtig. Das ist schon mal nicht schlecht. Was halten Sie von dieser Geschichte? Perosi behauptet, sie sei ein Mitglied der Künstlerkolonie gewesen, die vor etwa 20 Jahren hier gelebt hat. Diese Behauptung passt natürlich nicht zu ihren jungen Jahren. Sie ist erst 33 Jahre alt. Damit wäre sie damals ein Kind gewesen. Wir können also guten Gewissens davon ausgehen, dass sie nicht die Wahrheit sagt, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Haben Sie schon eine erste Diagnose? Perosis Geschichte ist seltsam, weil sie ihre Behauptung zur Künstlerkolonie wieder zurückgenommen hat. Sie behauptet jetzt nicht mehr, sie sei die gleiche Person wie Elisabetta Perosi. Dennoch haben meine Leute bestätigt, dass es damals hier eine Perosi gab, die in ihren frühen 30ern war. Ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis wir diesen Fall aufgeklärt haben. Wie wollen Sie das anstellen? Ich wollte die echte Perosi kontaktieren, aber offenbar ist die gesamte Kolonie am 29. September 1915 über Nacht einfach verschwunden, während eines schweren Sturms. Ich werde es langsam angehen müssen und ich muss herausfinden, was dieser Anfall von falscher Identität ausgelöst haben könnte. Ruth Talon, 29 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ruths Vater verlangt, dass seine Tochter für die nächste Zeit im Nachtleben von New Orleans fernbleibt. Er befürchtet, dass ihr offenherziges Wesen dem Ruf der Familie schaden könnte. Klingt nach keinem schweren Fall. Lebenslauf? Ruths Familie ist sehr wohlhabend. Reicht, oder? Interessant. Hier sind alle Patientenakten außer Jeremys. Eins von drei. So, jetzt mal ohne Scheiß. Da brauchen wir irgendwie eine crazy... Wir können ja mal gucken, wenn man wirklich immer gucken kann, wie es... Ja, obwohl sie... Alles klar. Karte ist klar, aber wie kann man denn bitte... Was ist... Also man muss hier immer runtergehen. Okay, ist schon ein bisschen komisch. So, Jeremys Warnung. Ich will mal kurz gucken, ob wir irgendwie einen Hinweis auf die Kombi da kriegen können. Großer Salon, dies, das. Nee, auch nicht. Das gehört ja da nicht zu. Das ist das. Kessel reparieren, ist klar. Oh, was haben wir hier? Eins ist komplett frei. Nummer 3. So, die Records haben wir mit dabei. Okay, ist auch gut. Also keine Ahnung, wie wir da rankommen. Ist aber vielleicht auch nicht wichtig. Und Nummer 6 ist ein Zimmerschlüssel, oder? Ist jetzt nicht diese Tür hier, oder? Oh, steht hier was noch dran? Ne? Ich brauche den Schlüssel. Also ist Zimmer Nummer 6. Paul, du hattest recht, was die Platten auf dem Boilerkessel und der Uhr angeht. Sie wurden absichtlich zerstört und ich habe einen Verdacht, wer dahinter steckt. Das hat mit Jeremys Episoden zu tun und damit, dass er nachts scheinbar verschwindet. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass
dass du die Augen nach den fehlenden Stücken offen hältst. Ich will sehen, ob ich die Platten reparieren kann. Lass es mich wissen, wenn du welche findest. Lotti. Sag Lotti, dass sie sich den Brunnen im Küchengarten mal ansehen soll. Ja, da waren wir ja schon. Im Küchengarten Gedönsebrunnen haben wir ja schon gesehen. Können natürlich da hinten mal hin. Da hinten ist offen. Und das Sechser ist oben dann wahrscheinlich, ne? Ich brauche den Schlüssel. Okay, Nummer 6 ist dann oben. Lass uns das vielleicht mal anschauen, wenn wir den Schlüssel schon mal haben. Und das Teil aus dem Brunnen könnte man natürlich auch holen, ne? So, stehen die Nummern dran? Bist du Nummer 6? Da waren wir schon drin. Da würden wir gerne rein. Oh, geht alles auf? Okay, dann gucken wir uns das natürlich ein bisschen an, ne? Und Ryan. Okay, das scheint Zimmer Nummer 6 zu sein. Steht das hier dran an der Karte? Warte mal, Karte. Seltsam. Nö, steht nichts dran. Schöner Raum. Ich habe es getan. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Okay, so hier war noch was. Lass mal schauen. Oh. Sind das Tierkreiszeichen? Mhm. Mhm. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten 1, Grund, 11, 10. Warum sie gesperrt sind. Ich bin mir sicher, oder sie binär? Ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Also, bald Wassermann und was haben wir noch? Sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Ja, nicht so einfach, ne? Ja, gleich. Ah, echt alle gleich, okay. So, und was war jetzt hier in der... Wo kann man das sehen? Da ist es, ne? Künstlerkolonie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain hatten, als ich ein Kind war. Ich
Die haben Zahlen dran. Stone Charles, dies, das, 6. Boah, keine Ahnung. Es gibt nur ein paar, ne? Keine 12, ne? Also fangen wir den mal an hier. Das da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gibt nur sie 6 Stück. So, und in dieser komischen Notiz hier. Zehn, elf, eins. Die gibt's aber alle nicht, ne? Was kann man so sagen? Erstmal nix, oder? Keine Astrade. Was ist, wenn das die gegenüber sind? Wie sagt man denn? Aszendent, ne? Oder was sagt man immer? Keine Ahnung. Das wäre ja sozusagen diese eine Schlange und dieses Ding ins Kirchen. Und ich sag mal... Okay, also das könnte natürlich sein. Warte mal. Also Schlange, das Ding und was war es jetzt noch? Das hier, oder? Tauschen wir mal durch. Okay, auch nicht. Okay, keine Ahnung. Müssen wir vielleicht noch irgendwas rausfinden. Oh, okay. James, was steht da? James McKinnon. Und das ist hier einer, oder was? Mal gucken. Ah, wo ist er? Hier nicht drauf. James McKinnon. Okay, kann man die alle umdrehen? Auf den Bildern ist eine aggressiv aussehende Fäulnis. Nee, lass mal. Drei Namen, ne? William A. Ergis, was heißt er? Musik und... Okay. Ergis ist 2. 9. Okay, lass mal gucken, welche Reihenfolge es war. Was haben wir gesagt? Argus, Musik und Keith oder was? So, er ist 2, 9,
4. 294. Mhm. Bringt uns das was? So, wenn jetzt das was damit zu tun hat und das ist 1, so, dann ist 2, 2, 9 und 4. Also 2 wäre ja dann dieses komische, dieses zweite Symbol hier. 9 ist dieses Omega mit dem Strich drunter. Und 4 ist dieser Taurus, okay. Also, letzte war der Taurus. Das ist Taurus. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das Ding und irgendwie Omega mit dem Strich drunter, ne? Jawohl. Okay. Ah, na bitte. Geht doch. Okay, wir haben ein... Ist das von der Scheibe unten für den Raum? Verbindungsspuren. Also, es könnte unten das Ding sein, ne? War hier noch was drin? Okay, mhm. Oh nein. Es sieht nicht gesund aus. Hm, wollen wir hier lang oder müssen wir hier lang? Ja, ich glaube, wir müssen da lang, ne? Kann man da durch? Ja. Ist zwar eklig, aber... Ah ne, die tun dann das. Okay. Okay. Was ist das für ein Fett? Diese fette Uhr schon da gewesen? Das muss die Uhr sein, die in dem Kollektanen-Buch erwähnt wurde. Es ist wieder alles normal. Hm, fehlt aber was, ne? Brauchen wir noch einen Teil. So, was ist das für eine Tür, hat sie gefragt. Was sind das für Dinger hier? Hm. Hm, okay, das war schon mit. Hm. Ich brauche Ach, den komm, Schlüssel. Nimm doch die von ihm hier. Okay, wir können unten noch, was hat er gesagt, im Brunnen. Aber wo war der? Ist wieder komplett zurück, ne? Also hier durch, meine ich, oder? Ah, und wir sind gar nicht... Hier sind wir gar nicht runtergegangen, ne? Komm. Achso, man hätte die Leiter erst runter dran stellen müssen. Mhm. Guten Abend, Miss Hartwood. Das ist Ihr Name, oder? Es wäre mir sehr peinlich, wenn nicht. Das stimmt. Emily Hartwood, Jeremys Nichte. Sehr erfreut. Ruth. Ruth Talon. Rauchen Sie da etwa Perique? Wie grässlich altbacken. Das mag sein, aber ich mag es. Würden Sie vielleicht teilen?
Der Geruch weckt in mir die reinste Nostalgie. Ist es so gut wie erhofft? Ich mag ihre sanfte Spöttelei, Miss Hartwood. Wir würden sicher gute Freundinnen werden. Wie schmeichelhaft. Leider sind Sie ja hier eingesperrt. Ihre Unaufrichtigkeit ist wirklich erfrischend. Wären Sie doch nur so verrückt wie ich, dann könnten Sie bleiben. Warten Sie einfach noch ein paar Jahre. Wahnsinn ist eines der Privilegien meiner Familie. Oh gut, ich freue mich jetzt schon darauf. Sie wissen nicht, was mit Jeremy passiert ist, oder? Alle Leute hier sind wirklich seltsam. Und es ist schwer einzuschätzen, was man so hört. Manchmal hört es sich aber recht spannend an. Gut gegen Böse und all das. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen wohl nichts Hilfreiches erzählen. Ist auch nicht wichtig. Danke für diese kleine Pause. Bon voyage. Okay, wir sind zumindest noch drin in dem Raum. Das heißt, wir können ein bisschen was looten. Verlorene Plantagen von Louisiana. Thierry Breclos, 1917. Der Seto war einst eine kleine Plantage an der Ostküste des Pontchartrainsees. Für Industrieanlagen. Okay, das ist die, der Hintergrund dieser Immobilie hier, ne? Sie hat gesagt, dass mal eine Plantage war. Haben wir das jetzt umgekippt und können was finden? Nö. Kann man da raus? Okay. Mit ihr kann man nochmal quatschen, wenn man muss. Heißt, kriege ich irgendwann oder heißt, was zum Teufel? Es klemmt. Ja, kannst du wegnehmen. Hast du weggenommen oder was? Aber ist egal, wir werden es herausfinden. So, die Tür ist jetzt offen. Und sind wir jetzt... hier kommen wir nicht rein, ne? Das war ja auch irgendwie mal verschlossen.
Wollen wir auch nicht, weil da waren wir schon. Und diese Kette kann man nicht zerschneiden. Okay, so. Und wo ist jetzt der Brunnen gewesen? Das ist der eine. Wir hatten ja noch... Da waren wir hergekommen. Von hier drüben irgendwo, ne? Mom. Das sieht auch nicht gesund aus. Was ist da passiert? Was schleichen Sie denn hier rum? Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Tut mir leid. Ich wollte Ihr Ritual nicht stören. Ich hätte nicht gedacht, dass hier Voodoo praktiziert wird. Dem Doktor mag es nur um Wissenschaft gehen, aber ich weiß, dass diese Wurzeln Macht haben. Wissen Sie, was hier los ist? Ich glaube fast, der Shadow ist verflucht. Bei diesem Spiel gibt es mehrere Spieler. Der Shadow ist nicht verflucht oder gesegnet. Es ist ein Schlachtfeld. Und es wäre alles wesentlich besser, wenn Sie Ihren Onkel hier rausholen. Am besten schnell. Das versuche ich doch. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Miss Hartwood. Das tue ich wirklich. Nun, entschuldigen Sie, ich muss nach meinem Gumbo sehen. Ja, dann schau mal, weil da hinten können wir die Leiter anstellen und hier ist auch der Brunnen. Lass es mal schauen. Oh, Flupp, die raucht immer ihre Kippchen halb an und dann ist gut. Ekelhaft. So, also wo war jetzt? Ja, da ist auf jeden Fall, das können wir uns natürlich mal anschauen, was sie da rein eingebuddelt hat. Können auch nochmal hier gucken jetzt nach dem... Was ist das? Gartenschlauch. Ein weiteres Stück der zerbrochenen Scheibe. Aber wir kommen nicht ran. Wir müssen also mit dem Gartenschlauch machen. I don't know. So, lassen wir das Ding da oben... Müsste man da eigentlich hinschieben können, oder? Ah, oh, hier können wir jetzt auf einmal ran. Ja, ist gut. Bolzi macht's möglich. Es noch mehr geklappt. Gartenschlauch, oder was? Okay. Was ist das? Wir können das mit den anderen verlängern, oder? So, und können wir da die Leiter ranstellen, oder ist das gar nicht so gedacht? Doch. Und da kann man da rauf, okay. Das heißt, man kann abkürzen, wenn man Bock hat. Ich hätte jetzt gedacht, wir können es ihnen jetzt mal gönnen. Nichts gebracht, ne? Ich hätte jetzt, achso, wir müssen, achso, wir wollen wahrscheinlich nicht ducken, wir wollen wahrscheinlich Wasser anschalten. Wo immer das sein mag. Crazy Gartenschlauch geht hier lang. Da ist er. Und jetzt kommen irgendwelche Affen da an. Oder? Oder ist das hier Kätzchen? Kätzchen findet das nicht so geil. Okay. Na bitte. Ist der Eimer hochgepumpt oder was? Okay. Okay, das heißt, wir können rein theoretisch abkürzen hier und dann zurück und dann die Scheibe nochmal ausprobieren. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Hält sogar. Schon mal wo gesehen. Mhm.
Kann man die drehen irgendwie? Markieren, bewegen, lalala. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall oben. Okay, also es ist wirklich so, wie es ist, ist eigentlich richtig. So, die Frage... Das in der Mitte kann ich gar nicht nutzen. Irgendwas dazu stand im Kollektanenbuch. Okay, lass mal gucken, Kollektanenbuch. Anschauen. Okay, das haben wir ja 358, das hatten wir schon. Der andere Kram hier, weiß ich nicht, das bringt uns nichts. Man kann die nicht drehen, oder? Habe ich das was. Das aus, Teil auswählen? Und kann man die drehen jetzt? Also, man kann sie so bewegen oder so bewegen. Hilft uns mal gar nichts. Also eigentlich muss man die drehen. Das heißt, das Ding an sich muss man drehen, oder? Und das ist ja klar, dass das da oben rauf gehört, ne? Und das in der Mitte kann man nicht auswählen. Das in der Mitte wird man aber gerne drehen, dann wird es auch passen. So, es sei denn, man kann das ganze Ding drehen und das tut es auch nicht. Also Markierung bewegen, Teil auswählen. Nee, kannst nichts machen. Komisch, vielleicht ist es doch das im Moment nicht. Irgendwas anderes machen. Okay, ist aber auch schon wieder ganz schön lang. Wir gucken nochmal, wo wir sonst noch hin können. Und dann melden wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.